Ist natürlich nachts wieder automatisch. Ah, guck mal. Oh Gott! Hört ihr auf? Die da oben wollen natürlich auch hier rein zu den Dorfbewohnern. Brauch ich nicht. Ein Pflasterstein tun wir auch mal raus. Jetzt spawnt hier natürlich hier oben auch einiges. Also ich höre eine Ratte, ich sehe aber keine. Ich glaube, Ratten sind auch die einzigen, die dann durch das Loch durchpassen. Diese Zombies! Volle Zombie-Attacke, hä? Mach ich hier mal, ja? Mach ich dann da noch ein Stück Erde hin und dann haben wir den Berg hier nach hinten eigentlich abgeschlossen. Oder? Ja gut, hier das, aber das kriegen wir auch einigermaßen raus dann. Muss ich dem halt noch ein wenig Form geben, sonst schaut es ja aus wie so eine Treppenstufe. Und das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Wenn es hier so ausschaut wie eine Treppenstufe. Das müssen wir halt jetzt erstmal hier ein bisschen auffüllen langsam. Da haben wir halt natürlich auch ein Langzeiterde-Projekt mit sehr viel Erde. Wenn wir auch echt übelst Erde brauchen. Aber ich mache hier wirklich erst einmal wirklich Treppenstufen rein. Den Berg kann ich ja danach noch bauen. Also erstmal hier ein bisschen auffüllen. So dass es wirklich wie ein Berg ausschaut, das mache ich später. Erstmal Treppenstufen-like. Dann werde ich das auch hinten an den an das andere Biom, wo so abgeschnitten ist, anpassen. Ach, das ist schon die letzte Stufe wieder. Na, lassen wir es mal so. Na, schaut es schon ganz gut aus hier aus, hä? Brauchen natürlich auch je weiter wir runterkommen, logischerweise weniger Erde. Weil dann die Stufe wegfällt. Eine Reihe wegfällt. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem mal sehr viel Erde. Gott sei Dank wird es einmal ein wenig heller. So, jetzt haben wir hier auch.
Oha. Aua. Brüllt der laut. Dann haben wir... Jetzt hat das auch fertig. Ah, ist die letzte. Die letzte Reihe, Jungs. Die letzte Reihe. Haben wir das fertig? Dann haben wir hier unsere Treppenstufen schon mal fertig. Das ist voll nervig. So, passen wir es erstmal hier hinten an den Berg an. Das heißt, ich muss hier noch etwas rauf. Hm? Schau doch gut, schau doch passabel aus. Aber wenn wir hier den ganzen Berg anpassen, da brauchen wir die Milliarden von Erde und das ist dann doch ein bisschen heftig. So, dann würde ich natürlich sagen, wir wollen hier nicht nur Treppenstufen lassen. Tun wir hier einfach mal mittendrin noch so auch so einen kleinen Berg reinsetzen, ha? So klein, ein bisschen mehr machen wir schon. So. Sonst schaut es ja so nach nix aus. Dann haben wir die Seite schon mal landschaftlich gestaltet. Fehlt nur noch die andere Seite dann. Hier setze ich natürlich auch überall Erde rein, weil sonst spawnt mir hier das alles durch den riesen Spawner da, den wir gebaut haben mit den ganzen Spawnern drin. Und das wäre dann etwas... Ach, blöd. So, das Eck hier, na, machen wir erstmal den Berg hier ready. Den Berg hier ready. Sind da echt Geister drin gespawnt heute Nacht? Weil es die ganze Zeit... Ja, ja, ist ja schon gut.
Das ist voll nervig. Sehr sogar. Wenn man hier ganz seelen ins ganz ruhig was bauen will, ist das nervig. So, dann hat es hier schon mal ein bisschen Optik. Ein bisschen Optik hat es hier. Ein bisschen hier hinten. Ja gut, hier vorne schaut es auch schon wieder so treppig aus. So krass treppig. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier vorne noch die Stufen neu. Ups. Und dann machen wir hier noch wegen was. Machen erstmal hier die Stufen neu. Nein! Jetzt geht's natürlich wieder los. Das Gespawne. Ja gut, wenn dann der Wald drüber ist, dann sieht man das auch, dürfte man das auch hier kaum noch sehen, als halt auch selbst wenn sehr treppig ist und nur leicht versteckt worden ist, von meiner Seite aus, müsste das auch kaum noch sichtbar sein dann eigentlich. Dürfte man davon auch nicht mehr allzu viel sehen. Also so ist der Plan. Hey, wir haben wieder eine Stufe. Ah! Ich finde es irgendwie cool von da aus das Rathaus, also Rathaus in Anführungszeichen, zu sehen. Schaut cool aus irgendwie. Hat was. Wenn man das von da aus schon sieht. Hey, die nächste Stufe ist fertig. Die Spinnen sind natürlich schlauer als die Zombies. Die hängen, kleben mir am Hintern. Die Stufe ist jetzt auch fertig. Sind nur noch die und da vorne halt noch das Stück machen.